Da müssen wir unbedingt mal rein. Ohne Scheiß, das sieht richtig interessant aus. So Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Tour. Wir sind heute unterwegs in einem verlassenen Sägewerk. Ja, sieht nach einer sehr spannenden Location aus. In diesem Sinne, los geht's. Ja, das wird die Kantine gewesen sein. So, was ist denn mit dem Haus jetzt hier vor uns? Das dürfte doch auch verlassen sein. Und hattest du das Haus gesehen, wo noch Rauch aus dem Schornstein kam? Ja. Steht das hier drauf? Nee, das stand weiter weg, ne? Hier sind die anderen Gaune. Jawoll. Ich bin da reinspaziert in die Buchstube. Ja, hier wurde schon ein bisschen gekramt. Hier, guck mal. Sieht cool aus. Festung Königstein. Guck dir das mal an. Das kommt davon, wenn man statt Bier immer nur Milch trinkt. Dazu kommt noch Vaseline. Das ist ja, Mike, weißt Bescheid, ne? Das solltest du dir auch noch mal durchlesen hier. Also auf jeden Fall ist dieses Haus sehr interessant. Es geht auch noch eine Etage höher. Und ja, von mir aus können wir auch jetzt höher gehen. Ich habe jetzt hier alles gesehen. Soweit. Das macht auf jeden Fall Lust. Und man freut sich auch so ein bisschen auf die anderen Gebäude. Wenn die ähnlich sind, dann kann das hier echt eine sehr, sehr gute Location werden. So, wo geht's denn jetzt hier nach oben? Ich bleib draußen rum. Nee, links von der Abstellkammer. Die Wohnhäuser, ne? Die können uns ja hier nicht zu langlaufen sehen. Hinten sind nämlich Häuser. Und ja, in diesem Dorf, in diesem kleinen Dorf ist das immer doof. Da wird auch mal ruckzuck dann die Polizei wieder gerufen. Was machen Sie hier in unserem Bogenraum? Also man hat euch unten schon gehört. Das war ein Krach, als wenn hier Elefanten im Haus umherlaufen. Ja, du bist hier. Und damit sind wir auch hier oben jetzt fertig. Ja, auf ins nächste Gebäude. Die laufen da jetzt schon lang. Wollen wir nicht einmal hier rumgehen? Da ging es ja auch noch rein.
So, die anderen beiden laufen schon wieder weiter. Aber egal, wir gehen jetzt hier nochmal fix rein. Das Witzige ist, hast du es gesehen? Da sind Gitter vor den Fenstern. Oh. Oh. Alter Schwede, guck mal hier. Das ist eine Werkstatt, das denke ich auch. Hat sich gelohnt mit seiner Leistung. Muss noch der FA-Jacke. Also ich würde sagen, das ist jetzt hier auf jeden Fall eine kleine Werkstatt, die wir gefunden haben. Und das ist echt hammer cool, auch so wie das hier alles noch liegt. So, in dieser Form haben wir das, glaube ich, noch nicht gesehen. Hier hängen noch die ganzen Schlüssel. Wenn wir jetzt noch Gebäude finden, die verschlossen sind, ne? Dann können wir hier auch einfach die Schlüssel holen. Ist alles sogar noch. Mal ausprobieren, dann stimmt. Noch betitelt: Schlosserei, alte Tischlerei, Sägeweg. Wir haben da vorne eine kleine Bahnstrecke gesehen, so für eine kleine Mini-Schmalspurbahn. Ja. Ja, das eigentliche Sägeweg haben wir noch gar nicht gesehen. Nee. Dieses kleine Gebäude wird dann wohl die Werkstatt gewesen sein. Genauso wie wir es nämlich uns gedacht hatten, als. Habe ich mich erschrocken, da sind sie gerade lang gelaufen, als wir hier reingekommen sind. Oh, hier ist ja auch noch allerhand. Ja. Hier ist ja. Das ist ja richtig cool hier. Ja, wie ihr seht, habe ich übrigens mir eine Kopflampe zugelegt. Das ist die Tunight TN30. Werde ich nachher vielleicht nochmal was dazu sagen. Die ist total praktisch, weil ich muss mit meiner normalen Taschenlampe nicht mehr in der Hand laufen und die Decke anleuchten. Das kann jetzt die Lampe. Die hat über 3000 Lumen und das ist natürlich zum Filmen perfekt. Ne? Leuchtet aus, ohne dass du was in der Hand hast. Also ein sehr cooles, eine sehr coole Lampe auf jeden Fall. Wirklich krass, was hier noch alles an Gerätschaften, Werkzeugen etc. herumliegt. Das hätte ich jetzt nach dem ersten Gebäude, was wir hier, wo wir gleich rein sind, als wir auf das Gelände gelaufen sind, das hätte ich nicht gedacht, dass wir hier sowas noch vorfinden. Wie sieht's eigentlich mit Strom aus? Hast du mal geguckt? Bei mir ging ja vorhin nicht. Also wenn wir jetzt hier nicht gleich ein vernünftiges Thumbnail machen, ne? Dann kriegst du so richtig im Minecraft-Stil was in der Ort. Hier sind noch einmal vorhanden. So, dann lass uns jetzt mal hier wieder langsam raus. Pass auf, da müssen wir aufpassen. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal die anderen, oder? Oder was meinst du? Das Problem ist, die könnten überall sein. Die könnten da jetzt in dem Haus sein oder da hinten. Shit. Ich sag mal, zu dem Haus können wir ja nachher nochmal gehen. Ja. Das eigentliche Sägewerk, das würde ich jetzt mal gerne sehen. Oh, da sind die Wohnhäuser. Müssen wir aufpassen jetzt. Ja, also ab und an wird hier auch mal noch der ein oder andere gucken kommen wahrscheinlich. Stromhäuschen, Zählerkasten und so. Oh, da müssen wir unbedingt mal rein. Ohne Scheiß, das sieht richtig interessant aus. Das ist verschlossen. Alter Schwede, ja. Was ist hier? Ah, Mist, kommen wir nicht rein. Das sieht geil aus. Ich war da Löwenzahn. Mini-Format. Viehzahn. So, wir sind drinne. Und ganz ehrlich, das muss man jetzt erstmal auf sich wirken lassen. Du machst das Bild an. Das ist eine Abbildung vom Gelände. Ja, genau. Hier sind wir vermutlich drin und das können wir von der Straße sehen, dieses kleine Gebäude. Ja, und da bist du. Ja. Wie du dir gerade wieder illegal Zutritt verschafft hast.
Alter Schwede. Das ist doch auch alles per Hand gezeichnet, oder nicht? Ja. Das ist ja... Aber das ist krass, so alt. Krass. Das ist echt krass. Guck mal, hier vorne sind jetzt so Farbe, vorne stehen. Guck mal hier. Ach, du meinst, das ist vielleicht hier sogar gezeichnet? Also das, ja. Und dann wurde das hier hingestellt zum Trocknen. Und guck mal hier, das ist doch auch... Große Leinwand. Das ist doch hier auch für die Bilder zum Zeichnen. Soll das ein Vogel darstellen, ne? Ja, würde ich jetzt sagen. Das ist ein Vogel. Oder liege ich falsch? Ich bin jetzt auch kein Kunstexperte, ich weiß es nicht. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Strand oder so. Gib einen Haken dabei. Na, wo ist der Haken? Es geht nicht weiter. Wie, es geht nicht weiter? Das sind jetzt hier nur diese zwei Räume. Da ist eine weitere Tür, aber die Tür ist zu. Scheiße. Schloss vor. Selbst mit Schluss kommt es nicht rein, weil das davor ist. Tja, dann hat sich das hier schon erledigt. Gut. Wieder auf Anfang. Ja, wir müssen die anderen beiden jetzt mal anrufen, sonst laufen wir hier wirklich die ganze Zeit rum und suchen die. Darauf habe ich keinen Bock. So, Christoph, hier gibt es eine Sprachnachricht. Mike und ich sind jetzt schon runtergegangen. In dieses eine Haus da, wo diese Maschinen drin standen, da kamen wir nicht rein. Da kommt man auch so, glaube ich, nicht rein. Das ist alles verschlossen gewesen und Mike wurde auch von jemandem gesehen, deswegen sind wir schon mal runter. Ja, dann können wir jetzt auch runtergehen. Ja, ich pack mal zusammen. Dann sollten wir hier auch mal schleunigst runtergehen. Das ist ärgerlich, aber. Das beste Gebäude, ja. Mensch, die Maschine sieht richtig alt aus. Das könnte ein Museum draus werden, sogar ganz gut. So, marschbereit. Tja, damit ist unsere Tour jetzt dann beendet. In das beste Gebäude, also in das eigentliche Sägewerk, habt ihr gesehen, kommt man nicht rein. Das wird auch weiterhin so bleiben. Und ja, die anderen beiden sind schon runter. Das ist, glaube ich, jetzt auch das Beste. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ne, wo ihr zuerst drin war, wie abgehauen seid, da war eine Werkstatt gewesen. War relativ geil. Ja, das ist das eigentliche Sägewerk, ne? Nee, das andere Gebäude. Seid ihr da drei kleine Räume, nee. Eine kleine Werkstatt, drei kleine Räume nur. Die war cool. Ja, da lagen Bilder drin. Ja, da waren wir auch drin. Und das... Eigentlich Sägewerk kann man ja nicht betreten, das ist alles zu da. Da ist alles zu, ja, das haben wir auch gesehen. Deswegen hatten wir uns auch gewundert, warum ihr so lange gebraucht habt. Ach so, das Ding mit den Bildern hin. Ja, weil wir euch gesucht haben. Ja, hör auf. Wir haben euch drei Nachrichten geschickt. Ja, Mike, und du weißt ja, dass wir immer den Flugmodus anhaben, ne? Ja, Flugmodus müssen wir machen. Ja, das machen wir jetzt mal aus. Den können wir nicht filmen. So, Freunde, wir sind doch noch nicht so ganz am Ende unseres Videos angekommen, denn ich wollte euch ja eigentlich noch zwei, drei Sätze zu dieser schönen Kopflampe von Tonight erzählen. Dazu kam es leider nicht so ganz, deshalb holen wir das jetzt mal fix nach. Zuerst einmal kommt, wie auch jede andere Lampe von Tonight, in so einem kleinen Karton an. Wir haben dann, ähnlich wie bei jeder anderen Lampe auch, ein USB-Kabel zum Laden und allerhand Ersatzteile. Was ich relativ interessant finde, ist halt, dass sich die Lampe schnell mit einem USB-Kabel aufladen lässt und ja, ein lästiges Ladegerät oder sowas muss halt nicht gekauft werden. Überraschenderweise liegt diese Lampe auch überhaupt nicht eng an. Man kann sie natürlich hier hinten verstellen, aber es kommt nie dieses Gefühl auf, dass irgendwas abgeschnürt ist, so wie man es jetzt von vielen anderen Kopflampen kennt. Man kann sie dann hier an der Seite nach oben sowohl auch nach unten drehen. Ihr hattet gesehen, ich hatte sie nach oben gedreht gehabt, ganz einfach, um den Raum so ein bisschen auszuleuchten. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass man dann automatisch auch eine zweite Hand wieder frei hat. So, das soll es soweit eigentlich auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte euch diese Lampe eigentlich nur einmal kurz vorstellen. Ich persönlich finde sie ziemlich praktisch, kann auch nicht viel Negatives darüber berichten. Ganz im Gegenteil, sie liegt gut an, sie erfüllt ihren Zweck. Ja, wer sich die Lampe nochmal genauer anschauen möchte, Link dazu packe ich in die Videobeschreibung. Und ja, somit soll es das erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.